Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, dem Stempler. Wieder ein Video aus der Reihe Hoch die Stempel Bastelkrempel. Denn für mich ist jetzt schon Weihnachten. Der neue Mini-Katalog ist angekommen, beziehungsweise die Produkte aus dem Mini-Katalog. Die Vororder ist bei mir angekommen. Die Demonstratoren, so wie ich, dürfen ja immer einen Monat lang vorbestellen. Deswegen kann ich schon aus dem Januar-Katalog bestellen. Und ich habe heute meinen Karton geöffnet und wir gucken gemeinsam an, was da alles drin ist. Genau, Kataloge sind da, die darf ich euch nur noch nicht offiziell zeigen. Also ich darf sie nicht öffnen, ich darf euch nur das Titelbild zeigen. Ich darf euch aber welche zuschicken. Meine Kunden, das sind alle Leute, die im letzten Zeitjahr bei mir bestellt haben. Also ich frage jetzt die kommende Woche mein System, wer hat denn seit Januar 2022 eine Bestellung bei mir abgegeben, und dann alle Leute, die da irgendwo reinfallen und irgendwo was bestellt haben, die kriegen automatisch den Mini-Katalog und die Celebration-Broschüre vorbeigeschickt. Das heißt, wenn ihr da bestellt habt, dann müsst ihr mir nicht nochmal extra eine Nachricht schicken, und alle, die sonst gerne einen Katalog hätten, die können mir einfach eine E-Mail schreiben, der-stempel@gmx.de, schickt mir eure Adresse und dann kriegt ihr einen Katalog vorbeigeschickt. Genau. So, zuerst zu den Daten. Also der Mini-Katalog heißt Januar bis April und die Celebration, die beginnen beide im Januar. Also nicht stressen, wenn ihr es noch nicht im Online-Shop seht. Januar beginnt das beides. Dazu gilt, das Datum wurde geändert. Der Mini-Katalog gilt jetzt nicht mehr vom Januar bis Juni, sondern Januar bis April. Damit sich der Januar und der Jahreskatalog, der ja im Mai rauskommt, damit sich die nicht wieder zwei Monate überlappen. Das fand man doof, das wurde wieder geändert. Deswegen gilt der wieder bis April, Januar bis April. Also nicht mehr ganz so lange wie vorher. Also man kann eben nicht bis Mitte Sommer warten, wenn man da was haben will, sondern Januar bis April. Und die Celebration gilt im Januar und im Februar. Die Celebration funktioniert so wie immer. Solange die gilt, wenn eure Bestellung je 60 Euro Einkaufswert, dürft ihr euch hier eine Prämie raussuchen. Es gibt auch doppelte Prämien, die kann man sich dann bei 120 Euro raussuchen. Darf man sich einfach ein gratis Produkt aus dieser Broschüre auswählen, so ein bisschen wie Flugmeilen. Das gilt auf egal welche Bestellung. Also es muss nicht nur ausschließlich aus dem Mini-Katalog sein, das kann auch aus dem Jahreskatalog sein, was auch immer. Ihr nehmt euren Bestellbeitrag und guckt, wie viele 60er ihr erreicht. Und dann dürft ihr so beliebig viele Prämien wählen, also die ihr verdient habt. Ihr dürft die Sachen auch mehrfach wählen. Genau, also wer für 180 bestellt, kann zum Beispiel drei 60er haben oder eine 60er und eine 120er. Genau, die gilt Januar und Februar. Und der hier gilt Januar bis April, der große Katalog. Okay, ich glaube, das sind die wichtigsten Rahmenbedingungen. Und dann schauen wir einfach mal rein. Beziehungsweise wir schauen nicht in den Katalog rein, aber wir schauen in die Sachen rein. Und ich würde sagen, wir beginnen tatsächlich bei der Celebration. Und da fange ich an. Ich habe drei Stempelsets und drei Papierpacks aus der Celebration. Das erste heißt Eulenpost. Es gibt immer ein kleines niedliches Tierset in der Celebration. Und dieses Jahr sind es diese Eulen. Genau. Mit dem obligatorischen Partyhütchen, das ist ganz, ganz wichtig. Ich wollte mal das verrate ich nicht, das mache ich mal irgendwann auf einem Instagram-Beitrag in vielen Jahren oder so. Genau, Eulenpost dieses Jahr, Tierchen-Set aus der Celebration. Dann machen wir ein Papier auf. Was habe ich hier rausgezogen? Das ist das Papier Beeindruckende Blumen. Das passt auch zu einer Produktreihe einem Produktpaket aus dem Mini-Katalog. Die habe ich aber nicht. Da sind eben diese Blumen drauf. Keine Ahnung, was das für welche sind. Deswegen sage ich ja immer Gestrüpp. Aber da gab es eben ein Stempelset und Stanzformen dazu. Und da kann man theoretisch dieses Papier als Ergänzung holen. Das habe ich nicht, aber ich fand es trotzdem schön. Ich zeige euch erstmal die Vorderseiten. Die sind sehr, sehr blumig. Ich habe es mir natürlich nicht wegen den Vorderseiten, sondern wegen den Rückseiten gegönnt. Da passen bestimmt auch wieder welche zu den Stanzformen. Diese könnte ich mir vorstellen, aber das weiß ich nicht zu 100%, weil ich die Stanzform ja nicht habe. Also ist es wieder ein dunkles Blumenpapier. Es gibt ja eigentlich immer ein dunkles Blumenpapier in der Celebration. Und die Rückseiten, die fand ich ziemlich cool. Wir haben hier einmal Waldmoos auf Karos. Dann haben wir Brombeermus in so einem geometrischen Design. Dann haben wir, das müsste auch nochmal Waldmoos sein. Das hier ist Blütenrosa. Dann haben wir Heideblüte. Und das ist Terrakotta, glaube ich. Irgendein Orangeton, das steht hinten drauf. Schwarz, Brombeermus, Kalypso, Lodengrün, Fräsienlila, Waldmoos, Blütenrosa. Dann ist das Kalypso. Genau. Also geometrische Designs im Hintergrund. Deswegen habe ich es mir geholt. Sowas geht immer. Das finde ich immer cool. Genau, das ist auch ein Celebration-Papier. Gibt es auch für 60 Euro Bestellwert. Dann kommt wieder ein Stempelset. Ein Sprücheset ist auch immer drin. Dieses Jahr heißt es Mut und Glück.
Manche Tage sind schwerer als andere. Meine Gedanken und Gebete sind bei dir. Hoffe, heute ist einer der leichteren. Ah, der passt dann zu dem da oben. Ganz gleich, wie du dich gerade fühlst. An meiner Schulter ist Platz, das könnte man ergänzen. Allein sollte es nicht sein. Du kannst immer auf mich zählen. Viel Glück durch dick und dünn. Du schaffst das. Mut bedeutet, Angst zu haben und es trotzdem zu wagen. Also es ist so ein bisschen so ein Aufbau-Set. Vielleicht Kondolenz, aber generell auch, um Leute aufzupäppeln. Ist dieses hier. Da ist auch ein Viel Glück drin. Das kann man schön für Neujahr auch benutzen. Gut, da habe ich nämlich auch ein Produkt für gekauft für Neujahr. Dann ist wieder ein Papier dran. Und zwar das hier ist eine 120er Prämie. Das ist ein richtig dickes Pack Designerpapier. Da sind, meine ich, 48 Blatt drin. Normalerweise sind es ja 12 und das sind 48, also die vierfache Menge Designerpapier. Genau, Designerpapier, fröhliche Muster. Babyblau, Kalypso, Jade, Fräsenlila, grüner Apfel, Mango, Gelb, Blütenrosa. 48 Blatt sind da drin. Und das ist halt cool, weil es echt einfach ganz neutral gemustert ist. Sowas kann man auch dann mal für Umschläge benutzen. Da wollte ich euch auch noch ein Infovideo drehen, fällt mir auf, wie man verschiedene Arten von Umschlägen falls. Das mache ich dann am besten hier mit dem Papier. Kann man einfach gucken, welche Farbe am genauesten passt und dann hat man das. Da zeige ich euch Vorder- und Rückseite. Also hier gelbe Sternchen, auf der Rückseite Blümchen. Eine Seite ist immer ein bisschen neutraler als die andere. Dann haben wir hier Blütenrosa, das sieht ähnlich aus wie das Designerpapier von gerade eben. Auf der Rückseite bunte Zickzack. Dann haben wir hier Pünktchen in warmen Farben. Auf der Rückseite auch nochmal Blütenrosa. Also es ist immer eine einfarbige, neutrale Seite dabei, so wie ich das jetzt sehe. Fräsenlila ist sehr beliebt, diesen Katalog. Bei Fräsenlila Karos. Umdrehen. Haben wir so eine Gingham-Muster. Dann nochmal die Sterne von gerade eben, nur diesmal auf Calypso. Rückseite wieder Karos, haben wir gelbe Streifen, ganz neutral und wieder so abgerundete Karo-Muster, haben wir Babyblau-Karo-Papier, das ist sehr schön, das gefällt mir und hier, das hatten wir vorhin schon mal in warmen Farben, hier ist es in kalten Farben, haben wir Babyblaue Pünktchen, Streifen in Babyblau, das hier ist Jade, das war vorhin schon mal in Blütenrosa. Also wir haben viele Muster, doppelt, einmal in warm, einmal in kalt. Das gefällt mir ganz gut. Dann haben wir auch noch grün, Streifen. Dann haben wir hier nochmal das Zickzack-Muster in kalten Farben. Und nochmal ein neutrales Muster in grün. Also ist alles Mögliche drin. Warme Farben, kalte Farben, relativ neutrale Muster und auch welche, die ein bisschen quietschiger sind. Gut, nehmen wir alles zusammen. Ist ein richtig, richtig dickes Pack. Das hält eine ganze Zeit lang. Sehr schön. Okay, dann kommt wieder ein Stempelset aus der Celebration. Und zwar volle Möhre. Das ist ein Osterstempelset. Jedenfalls sind Karotten drin. Sogar als Two-Step-Stempelset. Volle Möhre, vegane Ostergrüße. Das finde ich ziemlich witzig, weil ich jetzt ein paar Veganer kennengelernt habe. Wir sind zusammengewachsen. Da schau an, mag dich. Alles trübe, da hilft eine Rübe und ein Hallöchen. Ich finde sowas witzig. Genau, also... Das wird sich schön ergänzen zur Osterzeit. Das ist nämlich ein sehr schönes Osterset im Katalog. Und da passt das garantiert ganz toll dazu. Und als letzte Prämie habe ich ein Papier, das heißt Filigrane Blumen. So. Das machen wir mal auf hier. So. Das ist, anders als das andere Blumenpapier, auf Weiß. Und zwar so aquarelliges Weiß, also Aquarellpapier, also so leicht texturiert im Hintergrund. Ganz zarte Blümchen. Passende Rückseite zeige ich immer direkt dazu. Hier ganz neutrales aquarellgemustertes Zeugs. Dann haben wir hier das hier, so ein halbseitiges Design. Kann man einfach direkt in Kartenpassen zum Beispiel verarbeiten. Geht dann super schnell. Mit ein bisschen Grün, mit ganz zartem Gestrüpp drauf. Hier haben wir schon Formen, die man direkt als Karte so verarbeiten könnte. Auch nochmal einfach ein bisschen Aquarell. Das ist eine ganz schöne Seite, die gefällt mir gut. Das ist ein ganz leichtes Grün im Hintergrund mit ganz filigranem Gestrüpp drauf. Ein bisschen Fräsienlila. Dann haben wir hier ganz zart rosaliche Blumen. Und das hier müsste Orchideenlila oder Nachtblau sein. Sehr, sehr, sehr cool.
Und dann hier nochmal ein ähnliches Design wie das allererste, nur ein bisschen feiner und kleiner. Auf der Rückseite in rosa, das, was wir auch schon mal in grün hatten. Ein sehr cooles Pack, gefällt mir sehr gut, weil die Blümchen sehr filigran sind. Das gefällt mir lieber als so blockige Blumen. Und eben auch viele so einfach so dezentes Hintergrundgestrüpp. Sowas kann man immer gebrauchen. Sowas geht auch zu fast allem. Also kann man nichts mit falsch machen. Finde ich super. Und dazu gibt es eben auch ein passendes Produktpaket. Das kann ich einmal vorweggreifen. Es liegt nämlich hier gerade wie, als hätte ich es bereitgelegt. Das heißt filigran floral. Da sieht man auch nochmal die Motive. Also so ganz zartes Gestrüpp. Und die Sprüche gefallen mir auch ganz toll. Vielen Dank, du bist wundervoll. In tiefem Mitgefühl. Genieße den Moment, er gehört dir. Und nur das Beste für dich. Und jeweils sehr, sehr, sehr schön geschrieben. Und dazu gibt es auch Stanzformen im Produktpaket zu kaufen. Übrigens ist das der erste Katalog, wo endlich die Stanzformen genauso heißen wie das Stempelset. Filigran Floral und hier Stanzform Filigran Floral. Das finde ich sehr gut, dann weiß man nämlich viel besser, wo die Sachen dazugehören oder wie die heißen. Aber ihr müsst dann natürlich aufpassen, wenn ihr mir eine Bestell-E-Mail schickt, dass ihr wirklich hinschreibt Stanzformen Filigran Floral. Und Stempelset filigran floral. Also wenn ihr das Produktpaket haben wollt, ist sowieso klar, aber dass ihr mir die Sachen nicht verwechselt. Wenn ihr irgendwo nur die Stanzform haben wollt, dann guckt, dass da Stanzformen steht. Genau. Aber es ist, finde ich, mehr Vorteile als Nachteile hat. Das sind die Stanzformen dazu. Das heißt, da sind viele von den Blumenmotiven zum Ausstanzen, aber halt auch so Rankengedöns, einfach zum extra draufsetzen, viele kleine so Sachen, mit denen man dann so ein bisschen Botanik zusammenpflastern kann. Total schön. Genau. Das ist, wenn gestrüppt, dann bei mir eher lieber sowas, was eben so ganz dezent ist. Das gefällt mir ganz gut. Okay, das kommt zur Seite. In die haben wir angeguckt, Kiste. Und dann machen wir jetzt weiter. Ich habe hier lauter Single-Produkte liegen. Einfach Sachen, die ich irgendwo bestellt habe aus dem Katalog, aus irgendeiner Produktreihe. Wenn mir halt nicht die ganze Reihe bestellt, sondern nur ein Band zum Beispiel, dann mache ich sowas. Wir gucken uns alle Single-Produkte an, dann gucken wir uns die Produktpakete an und ich habe noch zwei komplette Produktreihen am Ende, die ich euch zeigen kann. Genau, dann ziehe ich einfach mal so bunt gemischt raus und weil wir es gerade von Bändern hatten, fange ich damit mal an. Glutrotes und Jute-Geschenkband im Kombipack. Die sind aus unserer Herzchenreihe. Es gibt immer so eine Valentins-Herzchenreihe. Die Herzchenreihe ist diesmal, finde ich, ganz cool, weil die viel auf Freundschaft aufgebaut ist. Also in dem Spruch ist eben nicht nur immer so, für dich mein Schatz drin oder sowas, sondern eben auch freundschaftliche Herzchen. Aber trotzdem bin ich einfach nicht so mega der Herzchen-Fan, deswegen habe ich nicht das Produktpaket bestellt. Aber dieses Band hat mir sehr gut gefallen, weil es auch einfach so neutral ist. Kannst du überall drauf machen. Einfach so ein neutraler Kraftton. Und an den Seiten weiß bestickt, auch relativ weich, lässt sich schön verschleifen. Gefällt mir gut. Ich könnte es auch einfach mal verschleifen, anstatt nur zu sagen, dass es geht. Genau, ist auch ein Kunstfaserband, das heißt, da kann man dann wieder schön die Ränder verschmoren, dass es nicht aufdröselt. Ja, geht ganz toll. Und dazu ein rotes Band. Rot geht immer als Band. Als kleinen Farbakzent eignet sich das sehr gut. Das habe ich von meinem Teammitglied Nicole gelernt. Das funktioniert wunderbar. Genau, also haben wir hier so ein rotes. Auch da ist so eine Stickung angedeutet. Und genau, ja, schönes Kombipack hat mir einfach gefallen. So, komm schon. Oh, das passt. Mache ich nachher schön. So. Dann ziehe ich mal raus. Was habe ich hier noch? Ich gehe einfach mal wild durch die Kategorien. Ich habe hier einen Prägefolder mit Prägeform Regentropfen. Der kommt auch in einer Produktreihe, wo es so kleine niedliche Viecher gibt, die im Regen, durch den Regen laufen und durch den Regen tanzen. Ich wollte nur die Prägeform. Regen ist nämlich mein Lieblingswetter tatsächlich. Ich mag das sehr gerne. Und hier sind einfach so ganz dezente kleine Regentropfen für den Hintergrund. Auch super mit so einem Regenbogenthema, wenn man das zum Beispiel hat. Da passt sowas schön in den Hintergrund. Genau. Okay, das geht auch zur Seite. Dann ziehen wir mal wieder ein Stempelset raus. Oh, das nehmen wir zum Schluss. Das ist einfach mein Favorit. Hier, das hier. Familienfest. Da haben wir ganz viele Familienbezeichnungen drin. Schwieger, Tochter, Cousine, Onkel, Neffe, Opa, Schwester, Ehemann, Nichte, Bruder, Ehefrau, Enkelin, Schwager, Schwägerin, Cousin, Enkel, Sohn, Mama, Papa, Oma, Tante. Und noch so generell Glückwunschzeugs. Das finde ich ganz cool, weil Mama sagt mir gerne mal, ja, mach mal einen Spruch, bla bla bla, lieber Onkel oder so. Und ich denke mir so, was glaubst du, wie viele Sprüche ich eigentlich habe, die mit lieber Onkel enden? Und dann kann ich nächstes Mal einfach tatsächlich irgendwie Onkel drauf stempeln. Genau, also da hat man eben alle Familienmitglieder zusammen. Dann kann man die Karten ein bisschen personifizieren. Dann nehmen wir mal eine Stanze. Hier, davon habe ich vorhin schon gesprochen. Das ist ein Glückskleeblatt. Da passt zum Beispiel dieser
Spruch aus der Celebration ganz gut dazu. Das hat auch ein Stempelset, das ist aber Englisch und es hat mir auch nicht so gut gefallen. Aber die Stanze musste ich unbedingt haben. Wie heißt sie offiziell? Stanze Glücksklee. Genau, fand ich super schön. Werde ich jetzt in der Neujahrszeit viel benutzen. Das zeige ich euch natürlich nicht auf dem Kanal, weil ihr die bis Neujahr nicht habt. Außer ihr steigt natürlich als Demonstrator ein, dann könnt ihr sie auch noch bestellen. Genau, also ich würde das jetzt für Neujahr benutzen. Ich guck mal. Ich hoffe mal, dass ich da noch was mitmachen kann. Ansonsten habt ihr es im Hinterkopf. Finde ich total schön. Ich habe nämlich tatsächlich noch kein vierblättriges Glücksklee-Blatt als Stanze. So, was nehmen wir noch? Hier ist noch ein bisschen Schnickeldi. Aber das ist falsches Schnickeldi. Das ist von dieser Vorabreihe, diese goldenen Akzente. Die gibt es nur noch tatsächlich, bis der neue Katalog losgeht. Aber die musste ich mir jetzt nochmal bestellen. Deswegen sind die hier in das Päckchen mit reingerutscht. Aber die habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt auf dem YouTube-Kanal. Ich finde die nämlich super schön. Sind aus Metall und die funkeln ganz toll. Das sind so kleine goldene Räder. So, packen wir die auch mal wieder ein. Selbstklebende runde Akzente mit Fächerdekor in Gold. Gut, wissen wir das jetzt auch. Dann sind wir wieder bei Band, glaube ich. Geschenkband mit abgesetzter Kante in Marineblau. Und das muss ich haben, allein nur weil es Marineblau ist. Das kommt auch aus einer Reihe, die mich überhaupt nicht interessiert hat, aber das Band fand ich ganz schön. Das ist so leicht durchscheint und eben an den Rändern dunkler Blau. Finde ich super nett. Kann man was mitmachen. Wir haben nämlich zwei Maritime, ein Produktpaket und eine Produktreihe in Maritim und mit Meeresgedöns. Und da passt sowas einfach super dazu. Einfach blau. Ist auch ein sehr neutrales Band. Schimmert auch nicht zu doll. Also so ein bisschen, ja, es glänzt ein bisschen. Kann man also auch auf Jungskarten drauf machen. Super schön. Dann, wo sind wir jetzt in der Reihenfolge? Weiß ich nicht. Machen wir ein Stempelset. Sea Turtle. Ach, das ist noch ein maritimes Produkt, was ich habe. Das ist ein Wendestempelset. Das bedeutet, die Stempel sind deutlich dicker als sonst. Und die kann man eben von beiden Seiten stempeln. Da kann man die Schildkröte stempeln, den Stempel dann wenden und die quasi ausfüllen. Das geht hier mit in allen. Das ist seit langem mal wieder eins, was sinnvoll ist. Ihr seht übrigens, die Schildkröte ist deutlich größer, als sie auf der Vorderseite aussieht. Genau, das ist mal sinnvoll, weil die Punkte alle symmetrisch sind. Und das ist einfach nur so Meeresdekor, davon habe ich ja schon relativ viel, damit stempel ich gerne und mache gerne so Karten. Aber eine Schildkröte hatte ich in der Form noch nicht, deswegen musste das einfach sein, um meine Kollektion zu ergänzen. Gut, das kommt an den Rand, dann, ich habe jetzt die Reihenfolge vergessen tatsächlich. Naja, nehmen wir mal eine Prägeform. Das ist die 3D-Prägeform Rattan-Geflecht, also so ein Korbgeflecht. Und das, dachte ich, passt auch super in die Osterzeit, weil man dann, keine Ahnung, so ein kleines Osterkörbchen machen könnte. Es sind nachher, ich spoiler das schon mal, ganz süße Osterhäschen drin. Da könnte man also einen Korb machen, wo so ein Osterhase drin sitzt oder sowas. Und das ist auch geometrisch genug und neutral genug, dass man das einfach irgendwo in den Hintergrund setzen kann und ergänzt sich auch überall dazu. Fand ich eine coole Idee. Fand ich schön. Juti, dann nehmen wir mal nochmal Schnickeldi. Lackakzente Basics. Die fand ich auch ganz toll, weil die so sehr neutral sind. Und zwar sind die hier drin in den Farben Weiß, Savanne und Marineblau. Die drei Farben gehen sowieso immer in 1, 2, 3 unterschiedlichen Größen. Fand ich super cool. Kann man toll zu allem möglichen kombinieren. Muss einfach sein. Die sind übrigens sehr versteckt. Die sieht man kaum im Katalog. Ja, nicht übersehen. Ihr könnt mal, wenn ihr wollt, in die Kommentare schreiben, ob ich ein Durchblättervideo machen soll, sobald der Katalog offiziell angelaufen ist, dass ich hier durchblätter und euch ein paar Sachen dazu erzähle. Und wenn sich genug Stimmen für Ja wollen wir finden, dann mache ich das gerne. Und da zeige ich euch dann eben auch so ein paar versteckte Sachen, die ihr eventuell übersehen habt. Weil nicht alles habe ich ja gekauft von auch den Sachen, die man leicht übersieht. Gut, dann nehmen wir mal nochmal ein Band. Das ist das Gerippte Geschenkband in Aquamarin. Das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsfarben. Also eine, nicht meine absolute Lieblingsfarbe, aber jedenfalls eine, die ich sehr, sehr viel benutze. Und das fand ich einfach ein ganz tolles, elegantes Band. Auch das lässt sich sehr schön verschleifen, so wie sie es anfühlt. Ja, sieht super cool aus. Passt, ist super elegant. Wunderschön. Das musst du einfach mit, allein wegen der Farbe. Das kommt auf jeden Fall zum Einsatz. Dann habe ich Stanzformen. Stanzformen, angesagtes Alphabet. Die fand ich auch richtig cool.
Alphabete gehen nämlich auch immer. Und das hier ist ein sehr schönes, großes, was aber nicht zu monströs ist, also nicht zu riesig, sondern eine sehr angenehme Größe hat. Also die Buchstaben sind sehr schmal und sehr dünn, aber dafür hoch. Und das heißt, da passen auch mehrere nebeneinander, sodass man etwas Größeres schreiben kann. Und wir haben auch direkt Zahlen und ein paar Sonderzeichen mit dabei. Also ihr bekommt Zahlen und Buchstaben im Set. Und es sind von den viel benutzten Buchstaben auch gleich Doppelte drin. Also zum Beispiel hier A's haben wir 2, E's haben wir 2, I's haben wir 2, N's haben wir 2, L's haben wir 2. Damit ihr eben nicht 100-mal kurbeln müsst, sondern damit so N etwa geschätzt ist. Genau. Ja, fand ich auch super, super schön. Und so ein ganz schlaksiges Alphabet, sage ich mal, habe ich auch noch nicht. Das ist eben ganz praktisch, damit man auch ein paar Sachen nebeneinander bekommt. Längere Namen zum Beispiel oder so. Okay, da haben wir nochmal Schnickeldi. Das ist auch sowas, was ich fast übersehen hätte. Metallaccessoires Libelle. Hat mir jetzt auch schon diverse Tierchen als Metallaccessoire und die Libellen finde ich super, super schön. Die sind aus wirklich echtem Metall, kann man da ankleben mit einem Glue-Dot. Die sind hinten flach, damit man sie besser aufkleben kann. Beziehungsweise sind sogar so ein bisschen geriffelt, dass der Kleber besser dran hält. Und ja, ist eigentlich selbstredend. Fand ich einfach nett. Und dann habe ich noch eine Stanze. Die heißt Stanze nach Wahl fröhliche Etiketten. Solche kennt ihr auch schon, haben wir auch immer mal wieder. Und das ist einfach ein neues Design, was mir mal ganz gut gefallen hat wieder. Hier ist wie so ein Ticket und hier ist so eine Wellenkante. Also da kann man ein Dreiviertel und einen halben Inch Streifen jeweils reinstecken und das jeweils stanzen in verschiedenen Abstufungen, immer mit der Abschlusskante. Und hier so das, vor allem das Ticket hat mir sehr gut gefallen. Das ist mal was anderes. Gut, kommen wir auch zur Seite. Und dann habe ich das letzte Single-Produkt und auch mein Lieblings-Single-Produkt. Watercolor World. Das ist ein sehr großer Hintergrundstempel, aber trotzdem nicht so riesig, dass ihr trotzdem auf eine Karte drauf passt. Und sowas geht halt immer. Ihr werdet nachher auch noch andere Produkte sehen. Zu meinem allerlieblingsproduktpaket aus dem Katalog passt das super. Und ja, hat mir einfach super gut gefallen. Aber ist, glaube ich, auch ein Selbstläufer. Also ich habe noch mit allen Leuten, die ich gesprochen habe, mit meinem Team, die Treppe rauf, die Treppe runter und Demo-Freunden und allen, mit denen ich geredet habe, das Ding ist bei jedem im Warenkorb. Also das ist einfach super, super schön. Gut. Und damit sind wir auch bei den Produktpaketen angekommen. Schauen wir da mal durch. In keiner speziellen Ordnung, bis auf meine Favoriten, die habe ich noch ganz unten gelegt. Nummer 1, etwas Besonderes. Das fand ich sehr schöne Sprüche. Gute Besserung von uns, aufrichtige Anteilnahme, vielen Dank. Euer Happy End ist erst der Anfang. Bleib gelassen, Karma wird das schon regeln. Du bist die Farbe im Alltagsgrau, mit Liebe für dich ausgesucht, zum Geburtstag. Hab deinen Geburtstag nicht vergessen, wollte ihn nur verlängern und auch Glückwunsch. Also einmal durch alle möglichen Anlässe, aber irgendwie sehr schön, gefällt mir gut. Die Sprüche sind ein bisschen besser geworden in letzter Zeit, weil ich habe gehört, ein Demonstrator-Team wird jetzt manchmal konsultiert, um ein paar Sachen zu übersetzen oder auch zu sagen, was wir noch an Sprüchen brauchen. Und das merkt man an den Sprüchen. Viele davon finde ich tatsächlich sehr nett. Also hier ist auch wieder dieser mit dem Karma, ist zum Beispiel ein ganz toller Aufpäppelspruch. Ja, finde ich nett. Und dann haben wir die Stanzformen etwas Besonderes. Das müssten die sein, die dazu passen. Ah ja, natürlich, das Set heißt ja auch etwas Besonderes. Ha, guck mal, so einfach ist es. Da sind nämlich Etiketten drin. Alle möglichen Varianten. Hier mit so einem gebogenen Abschluss, dann ein Hexagon, sowas finde ich auch immer klasse. Und eben noch diese gewellten. Und eben auch in verschiedenen Größen. Zum Beispiel hier, das gefällt mir besonders gut, dass man das eben einmal hinterlegen kann in einem anderen Farbton. Ne, ihr wisst, das ist klar. Ja, ist einfach schön. Und da passen natürlich die alle möglichen raus oder andere Sprüche, was auch immer ihr wollt. So Etiketten gehen sowieso auch immer zu Basics. Ist immer cool. So, fummel ich das auch mal hier zurück. Etwas Besonderes. Ach, ich habe auch noch Papier-Singles, fällt mir gerade auf. Die habe ich komplett vergessen. Dann machen wir jetzt mal eben kurz einen Break und schauen die Papier-Singles an. Die stehen hier so unauffällig an der Seite. Hier haben wir das leicht glänzende Papier. So. Sind drei Farben drin. Fräsienlila, Celadon und Gold. Jeweils zwei Bögen. Und wie ihr seht, leicht glänzend ist völlig untertrieben, weil es glänzt total
doll und total schön. Und es ist ein bisschen unregelmäßig, deswegen funkelt es sogar so. Also es ist kein Metallic-Papier im Sinne von flaches Metallic, sondern es funkelt. Sieht ganz nett aus. Das Fräsienlieder zum Beispiel brauche ich nicht, wobei das wird auf irgendeiner Mädchen-Einhorn-Karte oder sowas landen. Aber Seladon ist immer schön, weil es eine ganz dezente Farbe ist für Gestrüpp. Das finde ich immer ganz toll. Und Gold geht sowieso immer, vor allem in Metallic. Ja, fand ich cool. Ist schön. Gefällt mir. Ist auch in irgendeiner Produktreihe drin, die ich nicht komplett habe. Aber das hier brauchte ich. Metallic-Papier, wisst ihr, muss ich sowieso immer haben. So, einmal hier alles richtig hinsortieren. Gut. Nächstes. Das ist ein Designerpapier, was ich einfach mal austesten wollte. Designerpapier Naturabenteuer. Da gibt es auch noch ein Produktpaket, das habe ich aber noch nicht bekommen, weil wie mit allem auf der Welt gibt es auch bei Stampin' Up! Im Moment bei ein paar Sachen Lieferschwierigkeiten, die noch in irgendeinem Container stecken, die erst übernächste Woche oder sowas ankommen. Ich wollte aber nicht warten mit dem Bestellen. Deswegen muss ich ein, zwei Produktpakete noch nachordern, die ich nicht bekommen habe. Und das hier, das dazugehört, ist eben auch noch nicht gekommen. Das hier hat ein bisschen eine abenteuerliche Farbkombi. Und das ist für so Outdoor-Menschen, finde ich, ganz cool. Also wir haben hier einmal Gebirgslandschaft in Grün und in Lila-Tönen. Und ich dachte mir, wenn alle Stricke reißen, weißt du, dann stanzt man aus hier diesen bunten Farbverläufen einfach über Schmetterlinge oder sowas aus. Also das kriegt man schon weg. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal austesten, um zu gucken, was man daraus so machen kann. Die Rückseite ist hier. Die Rückseiten sind wie immer etwas neutraler gemustert. Dann haben wir hier so angedeutete Bäume, sind das, glaube ich. Und auf der Rückseite auch wieder ganz neutral. Dann haben wir hier Himmel oder Wind oder was auch immer. Auf der Rückseite in Gelb mit Dreiecksmuster drauf. Dann haben wir hier so ein bisschen so einen Sonnenuntergang, Sonnenaufgangsszene wieder in zwei verschiedenen Farbkombis oben und unten. Das gefällt mir gut, das ist irgendwie cool. Auf der Rückseite Pink. Dann haben wir hier nochmal Gebirge, einmal in Lila, einmal in Grün. Ist ein bisschen arg knallig, das Papier. Aber da habe ich zum Beispiel auch nichts Vergleichs. Oh, das ist meine Lieblingsseite. Galaxy. Ich stehe total auf Nachthimmel und Sterne und Galaxy. Und da sind auch in dem Produktpaket, das muss ich haben, da sind nämlich sehr, sehr schöne Sprüche drin. Ich glaube, Greif nach den Sternen zum Beispiel ist auch dabei, die schön zu diesem Motiv hier passen. Und dann haben wir noch so ein bisschen Bergketten in warmen Tönen. Auch sehr schick. Und da auf der Rückseite haben wir ein bisschen quietschigere Streifen. Ja, das ist so ein Experimentierpapier. Da muss ich mal ausgucken. Das habe ich einfach mal geguckt. Ja, wie gesagt, im Zweifelsfall werden irgendwelche bunten Blümchen oder Schmetterlinge draus. Aber einige von den Sachen lassen sich bestimmt garantiert ganz cool einsetzen. So. Dann, was habe ich noch an Papier? Du. Das ist das besondere Designerpapier Pergament Basics. Und wenn ich mich nicht verguckt hatte, ist das so ein beflocktes Papier. Ah nee, es ist nicht beflockt, es ist bedruckt. Und zwar ist es jeweils Pergament, also so halb durchsichtig und dann mit weiß bedruckt, aber nicht komplett. Also man sieht immer die Sachen noch drunter durch. Aber sowas ist toll, um Sachen zu mattieren, um etwas ein bisschen runterzukriegen und eignet sich super als Lagen. Und da haben wir zweimal, also jeder Bogen ist zweimal drin in drei Designs. Einmal hier einfach nur gestrippt. Und dann ganz neutral einfach nur Pünktchen. Da hatten wir mal ein Band, das so ähnlich aussah. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und Streifen. Also wirklich ganz neutrales Zeugs im bedruckten Pergamentpapier. Fand ich cool. So. Das kommt auch hier zur Seite. Dann, was habe ich noch an Papier? Das hier ist ein Kombipack. Das kommt beides aus der gleichen Produktreihe. Ich habe aber nur das Papier aus der Produktreihe. Der Rest hat mir nicht so gut gefallen. Hier, das Designerpapier Zauber der Wüste. Das sind alles so ganz warme Farben. Ich kann mal lesen, was drauf ist. Terrakotta, Calypso, Granit, Papaya, Blütenrosa, Seladon. Also es ist immer Seladon und dann ganz viele warme Farben. Und es hat, fand ich, eine ganz tolle Farbkombination. Die Motive aus dem Stempelset und dem Standsfarben haben mir nicht ganz so gut gefallen. Die sind so auf orientalisch getrimmt. Das ist zwar cool, aber dafür habe ich persönlich wenig Verwendung. Und das ist das Designerpapier. Hier haben wir auch Seladon. Das ist Granit, sowas ist auch toll, weil Granit geht zu allem. Auf der Rückseite. Und dann hier. Rückseite wieder in Seladon. Auch da sind viele neutrale Muster dabei. Sowas mag ich ganz gerne als Designerpapier.
Hier so ein bisschen einfach gekratzt. Das sieht einfach cool aus. Auch hier dieses Granit, das ist so ein bisschen Vintage. Sieht total schön aus. Auch sehr cool. Dann Celadon-Wellen. Auch für Jungspub-Karten ist das immer wieder cool, weil da brauchst du einfach nur die Kartenauflage daraus, dann ein Etikett mit einem Spruch drauf aufsetzen, fertig. Mehr brauchst du ja gar nicht. Und hier nochmal wie so eine Gewürzkette in warmen Tönen. Genau, das ist das Papierzauber der Wüste. Und das habe ich mir eigentlich nur bestellt als Ergänzung zu dem besonderes Designerpapier Dry Brushed Metallic Effekt. Das hat natürlich mein Herz wieder höher schlagen lassen. Oh, das glänzt so hart, das sieht man kaum in der Kamera. Das ist ähnlich wie dieses Antikgoldpapier, was wir schon im Katalog haben. Und zwar einmal in warm, das müsste Calypso sein. Und das ist eben metallic foliert hier in so einem antiken, das ist so ein Kupfer-Messing, so ein zwischen Messing und Kupfer ist. Das ist also ein ganz warmer, goldlicher, güldener Metallic-Ton. Und dann eben auf Calypso. Und dann einmal Celadon als Basis. Und der ist das blau foliert und nochmal gold drüber foliert. Sehr, sehr cool. Ist das hier auch das hier ist auch zweifarbig. Da ist auch eine rote Folierung drauf und darüber ist die goldene Folierung drauf. Also das glänzt wirklich in ganz schönen Farben. Es sind auch immer zwei Bögen von jedem dabei. Und dazu habe ich mir eben das Designerpapier gekauft, weil man das dann eben gut kombinieren kann, weil die Farbkombinationen schön passen. Das fand ich sehr cool. Gut, dann kommt das auch zur Seite. Und dann habe ich noch ein Papier habe ich noch. Das andere, ich habe noch zwei, die zu Produkt reinpassen, aber hier ist noch ein Single-Papier. Und zwar das besondere Designerpapier, tierisch elegant. Das ist Animal Print in foliert. Und ich bin persönlich nicht so der größte Fan von Animal Print, aber ich bastle ja hauptsächlich nicht für mich selber, sondern um das an andere Leute zu verschenken. Und zum Beispiel meine Oma steht voll auf Animal Print und ich kenne auch andere junge Leute, die das mögen. Also hier haben wir Tupfen in Silber und die gleichen Tupfen nochmal in farbig. Dann haben wir so Fischschuppen in Silber. Auf der Rückseite die gleichen Fischschuppen nochmal in gräulich. Das ist so schon fast Richtung Drachen, aber Drachen haben spitzere Schuppen. Außer natürlich Wasserdrachen. Dann haben wir Zebrastreifen in Silber. Auf der Rückseite die Zebrastreifen in etwas neutraler. Dann haben wir hier, das ist wie so eine Schlangenhaut, aber auch da könnte man eine Drachenhaut draus machen. Oder generell halt so Reptilien. Und hier nochmal in der Originalfarbe, wie es eigentlich bunt ist. Und dann haben wir hier noch so ein Giraffenmuster. Und hier das Muster dann auch wieder angemalt. Und es darf auch natürlich das Jaguarmuster nicht fehlen. Und hier wieder in, wie es eigentlich aussieht, in bunt. Genau. Also das ist nur für eine gewisse Klasse an Mensch brauchbar, aber die fahren dann voll auf sowas ab. Und dafür habe ich mir das geholt, weil das ist auch wieder so ein Selbstläufer. Da musst du dann nichts mehr viel zu kombinieren. Und ich habe ja auch vergangene Sets, zum Beispiel das Set mit dem Tiger, was ich so mochte, das passte auch super. Da war zum Beispiel auch so ein Leopard drin. Und das ist ein Jaguar, ich schmeiß die immer durcheinander. Na, das steht bestimmt dann von irgendjemand in den Kommentaren. Okay, das waren jetzt die Single-Produkte. Dann können wir jetzt weitermachen mit den Produktpaketen, also wo es immer Bestandsmöglichkeit und Stempelsets zusammen gibt. Es fängt an mit Queen Bee. Sowas fand ich cool. Das ist tatsächlich sehr modern gehalten. Hier so eine große Biene, die ist sehr floral gehalten. Wir haben ja einen sehr, sehr, sehr geilen Hintergrundstempel. Und auch wieder so einfach dezentes Gestrüpp. Die Sprüche sind auf Englisch, aber es sind nur vier und Queen versteht man auch so. Ist auch noch so ein kleines Krönchen drin, den man auch über diese Biene stempeln kann. Das sieht auch sehr cool aus, habe ich auch schon gesehen. Und dann haben wir die Stanzformen. Das hat sehr die Geister gespalten, das Set bei uns im Team Call. Gab viele, die es voll cool fanden und viele, die es absolut doof fanden. Hier sind noch die Stanzform dazu, da ist auch das Gestrüpp drin, da ist ein Etikett drin, da ist noch weiteres Gestrüpp, da ist ein bisschen Blümchen drin. Eben die Motive zum Ausstanzen, hier ist auch so eine kleine Biene noch dabei, die man ausstanzen kann. Und dann hat man auch filigran hier noch so ein kleines Bienchen, was hier noch den Schatten mit dabei hat. Und diese Flügel fand ich ganz besonders toll, weil die kann man einfach in Gold ausstanzen, auf ein Ferrero Rocher kleben und hat einen goldenen Schnatz. Also wieder für meine Harry Potter Fans ist das absolut cool. Genau, das ist das Queen Bee Produktpaket, fand ich sehr, sehr schön, weil ich diese Insektenoptik sehr mag. Ist tatsächlich was sehr Modernes. Sieht man auch oft als Tattoos. So Insektenmotten sind da auch sehr beliebt oder auch so Bienen. So, du kommst zur Seite. So, muss man hier Ordnung schaffen.
Als nächstes haben wir das Osterset, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das heißt einfach nur Osterhase. Und da sind ganz, ganz süße Häschen dabei. Und passend hierzu gibt es die Stanze Osterhase. Eine Handstanze. Damit wird garantiert die diesjährige Osterproduktion gemacht. Total knuffig. Ich mag tatsächlich Häschen sehr gerne. Ich hatte tatsächlich mal ein Kaninchen. Ja, dieses hier ist da zum Ausstanzen in dem Set. Frohe Ostern, was Kleines zum Mümmeln. Willkommen, kleiner Hase, zum Osterfest. Ein lieber Grüß und hoppelige Grüße. Ihr erinnert euch noch zurück an das Celebration Set mit den Möhren. Das passt da super. Die Häschen können natürlich die Möhrchen halten oder auch noch im Hintergrund dann Möhren gestempelt haben oder was auch immer. Und ich werde, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, auch eine Babykarte damit basteln, weil Willkommen, kleiner Hase ist für mich ein Babyspruch. Und wenn man diesen Hase quasi so abschneidet und aus einem Zylinderhut rausgucken lässt, wie ein Häschen, das aus dem Hut gezaubert wird, finde ich das die schönste metaphorische Babykarte, die ich so bastel. Das mache ich normalerweise mit einem anderen Häschen, aber dieses hier gefällt mir noch ein kleines bisschen besser. Deswegen werde ich das euch zeigen als Babykarte. Juti, dann geht's weiter nochmal mit Fliegeviechern. Heimeliges Licht. Und zwar haben wir Glühwürmchen. Die fand ich ganz, ganz, ganz schön. Nimm dir Zeit zum Träumen. Du bist mein Lichtblick. Du bringst Herzen zum Leuchten. Die Sprüche sind ein bisschen kitschig, aber trotzdem süß. Auch wieder ganz filigranes gestrippt. Das gefällt mir sehr gut. Und eben diese Glühwürmchen in drei Größen, die jeweils noch so einen Leuchtpunkt haben. Den kann man den so teil auf den Poshi setzen, damit es eben aussieht, als würden die so ein bisschen leuchten. Dann kann man auch eine coole Technik machen mit weißer Stempelfarbe. Das zeige ich euch bestimmt auch mal. Auf Kraftpapier müsste das super gut rauskommen. Die fand ich super, super schön. Und dazu gibt es auch passende Stanzformen. Heimeliges Licht heißen die. Offensichtlich. Ha, ich bin schon so dressiert, dass ich immer die Stanzform extra dazu lese. Dabei heißen die ja wie das Stempelset. Da muss ich mich noch gewöhnen. Finde ich aber super gut. Und hier ist das Highlight, diese Laterne. Die ist super, super cool. Man kann auch die Glühwürmchen natürlich in die Laterne reinsetzen. Das ist auch eine super süße Idee. Und hier kann man auch das Glühwürmchen mit den Flügeln zusammensetzen. Das Gestrüpp kann man ausstanzen und noch kleine Glühwürmchen dazusetzen. Super schön. Man kann hier auch eine Shaker-Karte zum Beispiel draus machen. Stelle ich mir auch schön vor. Und natürlich die Königsdisziplin sind LED-Karten. Die wisst ihr, mache ich auch total gerne. Und da bietet sich ein Glühwürmchen natürlich super an. Und ich habe tatsächlich ein anderes Set, wo so ein mini kleines Glühwürmchen drin ist. Aber hier sind es gleich drei. Das finde ich natürlich super, super toll. Also dieses Set hat direkt Tim geschrien. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Übrigens wollte ich das auch mal sagen. Wir haben in diesem Katalog ein bisschen einen Testlauf. Dieses Set und auch ein paar andere. Aber dieses hier ist das, ich glaube, das einzige von denen, was ich bestellt habe. Die kann man kaufen in ablösbar und in Klarsicht. Also ein ablösbares Stempelset sind hier diese mit den roten Gummistempeln drin. Und so ein Klarsicht-Stempelset sind diese Photopolymer-Stempel, die ganz durchsichtigen. Und dieses hier kann man eben haben in dieser roten Variante oder in der klaren Variante. Und auch das Produktpaket kann man haben in rot oder in klar. Der Preis ist identisch. Und das ist jetzt eben ein Testlauf, zu was die Leute mehr tendieren. Ich kann euch da eine Empfehlung aussprechen. Und zwar finde ich, dass die roten Gummistempel ein bisschen langlebiger sind, auch ein bisschen robuster sind, gerade was Spezialfarbe angeht. Also zum Beispiel kann es gut sein, dass ich diese Glühwürmchen auf Acetat stempeln möchte, damit da eben was durchscheinen kann oder auf eine Shaker-Karte oder sowas. Und auf Acetat, da braucht man Stayzone für und die Stayzone-Tinte ist ein bisschen aggressiv. Also ich habe noch keinen Stempel kaputt gemacht, aber ich will diese Stempelset in 20 Jahren immer noch benutzen können. Das meine ich völlig ernst. Und das überleben die roten Gummistempel, die sind einfach ein kleines bisschen robuster, wenn man auch Mixed Media und sowas machen will, sind die ein klein bisschen robuster als die Photopolymer-Stempel. Dafür können die Photopolymer-Stempel, man kann halt direkt durchgucken. Also ich war ganz knapp davor, das als Photopolymer bestellen, weil ich ja diese Punkte hinten auf den Po von dem Glühwürmchen drauf stempeln möchte. Aber habe mich dann dagegen entschieden, einfach nur, weil ich die eventuell auch mit dreckigeren Sachen oder Kraftfarbe oder was auch immer stempeln will. Und dann brauche ich dieses Ding. Also ich würde euch empfehlen, wenn da Motive drin sind, die ihr übereinander stempeln wollt, wo es wirklich praktisch ist, dass ihr durchgucken könnt, dann auf jeden Fall die Photopolymer-Stempel nehmen. Und in allen anderen Fällen würde ich zu den roten tendieren. Genau, aber das ist persönliche Präferenz. Ein weiterer Vorteil von den Photopolymer-Stempeln, was bei den roten Gummistempeln nicht so gut geht, ist, man kann die nicht so schön biegen.
Also geht auch, aber nicht so gut. Und zum Beispiel haben wir ein Set, wo so verschiedene Kurven drin sind, wo auch so in den Stanzformen so Kurvenabschlüsse und sowas drin sind. Und das würde ich mir zum Beispiel fast schon in Fotopolymer kaufen, weil da kannst du die Kurven oder die Sprüche, die ja so schief sind, kannst du auch gerade biegen. Das geht in Fotopolymer viel besser als mit denen hier. Also auch das ist ein Argument. Vielleicht mache ich euch da mal ein Vergleichsvideo in der Tims-Tipps-Reihe, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, manche Sets guckt da unten bei den Artikelnummern, die gibt es in K und in A. A wie ablösbar, das sind die roten, und K wie Klarsicht, das sind die komplett klaren. Also, dass ihr darauf achten könnt, Stempelsets und Produktpakete dementsprechend gibt es da manchmal in zwei Varianten. So, das kommt auch zur Seite. Und dann mein aller Lieblingsproduktpaket aus dem ganzen Katalog. On the Ocean. Es ist ein Schiff und es ist ein Piratenschiff, wenn man das denn möchte. Es ist total cool. Ein wunderschönes Schiff und ganz tolle Wellen und noch Wolken und einen kleinen Totenkopf und ein Steuerrad. Ist einfach super. Die Sprüche sind Englisch. Sie sind sehr schön, wenn man Englisch kann. You're a treasure. I'd be lost without you. We can weather this together. Hoping the year is full of adventure and excitement. Also die sind ganz nett, aber vor allem die Bilder finde ich ganz, ganz toll. Ich kann es euch einmal in Originalgröße zeigen. Das Schiff ist so groß, das passt also auf so eine Karte ganz gut drauf und ist relativ raumfüllend. Das ist auch so mit Farbabstufungen direkt im Stempel eingebaut. Sehr, sehr cool. Und die Stanzformen, die sind wirklich der Knaller. Stanzformen auf dem Ozean. On the Ocean. Da haben sie es witzigerweise übersetzt, obwohl es das Set nicht übersetzt gibt. Super schön. Ihr könnt das Schiff aus dem Set ausstanzen, aber ihr könnt auch ein Schiff aus Stanzteilen machen. Also es gibt hier diese Segel und es gibt auch hier diesen Mast mit den Segeln. Es gibt den Rumpf dazu, das kann man zusammensetzen. Ihr habt eine Wellenabschlusskante. Ihr habt auch die Wellendetails, die ihr übereinander setzen könnt. Das hier sind die Wolken aus dem Set. Ihr habt hier so kleine Flaggen. Auf die Fahne kann man das hier draufstempeln oder in Weiß drauf embossen. Ihr habt aber hier auch nochmal einen größeren Totenkopf, den ihr ausstanzen irgendwo draufsetzen könnt. Ihr habt Steuerräder, die sind sogar wie die Flaggen mehrfach drin, wenn ihr ein paar braucht zum Dekorieren. Wirklich saucool. Vor allem dieses Schiff, was man zusammensetzen kann, das sieht einfach so toll aus. Ich kann das schon mal andeuten. Na, das ist dann so. Das sieht einfach saustark aus. Das ist natürlich dann spiegelverkehrt nachher. Super, super, super cool. Also da bin ich wirklich begeistert. Piraten und alles ist ja sowieso und Schiffe ist meins. Einfach cool. Super, super. Ich wiederhole mich langsam. Okay, und jetzt habe ich noch zwei Produktreihen. Die eine schließen wir direkt an, auch weil die einfach schön maritim ist. Ich zeige euch zuerst mal das Stempelset. Das heißt Meeresbucht. Fand ich sehr, sehr, sehr schön gezeichnet. Hier sind ein paar schöne, sehr schöne Muscheln drin, auch eine Perle. Hier oben sind noch mal mehr Muscheln, die auch eine ganz tiefe Farbabstufung haben. Also so krass hatten wir es, glaube ich, noch in gar keinem Stempelset, dass die wirklich von ganz weiß bis ganz schwarz gehen. Sehr schön. Auch relativ groß im Vergleich. Also hier ist zum Beispiel die Auster. Wobei, ist das eine Auster? Weiß ich nicht. Aber es ist jedenfalls eine Perle drin. Dann haben wir noch eine Krabbe, die gefällt mir sehr gut. Die sieht genau aus wie die Krabbe aus Luther Karibik. Diese Krabbenkette von Tia Dalma und Davy Jones gefällt mir super toll. Ja. Und auch Vögel haben wir drin. Einen großen und drei kleine. Ich muss mal raussuchen, was für Vögel das sind. Aber das gefällt mir ganz gut, weil das ja maritime Vögel sind. Und zu den ganzen Leuchttürmen, die ich immer stempel, habe ich im Moment gar keine Vögel. Also so Hintergrundvögel, weißt du, solche, die so wegfliegen, das habe ich. Aber so etwas größere Vögel, die mal auf so einem Pfosten sitzen können oder an einem Leuchtturm, das habe ich noch nicht. Und da hat es mich sehr gefreut, dieses Stempelset dann zu haben. Stanzform gibt es natürlich auch dazu. Stanzform Meeresbucht. Hier sind viele von den Motiven in dem Set drin. Auch hier nochmal so eine unregelmäßige Kante, ein bisschen Meeresgestrüpp oder für so einen Strand. Es sind noch ein paar extra Muscheln drin. Hier diese, aber auch eine ganz große. Die kann man auch falten. Da werde ich mal schauen, ob ich euch eine interaktive Karte damit machen kann, wo man so einen Schieber zieht und dann klappt diese Muschel auf. Das stelle ich mir auch sehr, sehr, sehr cool vor. Dann haben wir direkt passend dazu sehr schöne Steinchen. Flache, selbstklebende Perlenakzente. Die sind also so unförmige Perlentropfen, was ich super schön finde, weil in so einer Muschel ist ja die Perle eventuell nicht ganz kugelförmig rund, sondern eher eben so angedeutet. Und die sind sehr plastisch, aber für die Plastizität relativ
flach. Das heißt, das bulkt nicht so sehr auf, obwohl die relativ groß sind. Sie irisieren, also ihr seht in der Kamera wahrscheinlich nur pink so und grün so, aber wenn man es in echt unter einem gescheiten Licht betrachtet, chillern die natürlich in allen möglichen Farben. Super, super cool. Eben ganz viele kleine und auch noch ein paar große dicke für eben die großen Muscheln. Sehr, sehr, sehr cool. Die sind tatsächlich an vielen Stellen im Katalog abgebildet und auch andersweitig benutzt, weil die einfach super schön sind. So, das passt natürlich insbesondere gut zu den Muscheln. Dann haben wir noch ein Band, und zwar das zweifarbige Geschenkband. Das müsste ein Farbverlauf von Babyblau nach Weiß sein, aber auch Aquamarin ist da nicht weit weg. Auch schön. Das ist ein ganz weiches, ein sehr, sehr, sehr feines Band, wo man eben auch einfach so ein bisschen knüllen kann, ein bisschen aufgerafft oder sowas, aber einfach eben schön hier in diese Meeresoptik passt. Sehr, sehr nett. Schön fand ich das. Und dann haben wir noch ein Designerpapier. Das heißt, besonderes Designerpapier, bezaubernde Bucht. Babyblau, Jade, Minzmakrone, Marineblau, Blütenrose, Aquamarin, Sahara-Sand. Und das ist foliert und es ist sogar in zwei Farben foliert. Nämlich, ich glaube, in Gold und in Perlmutt. Also ich hoffe, man kann es in der Kamera erkennen. Aber wenn ich das so kippe, da sind nochmal so kleckse Streifen oben drüber, die so irisieren. Und tatsächlich sind die so leicht holographisch, also klar holographisch sind die. Die schillern also einmal durch den ganzen Regenbogen. Nicht nur so zwischen Blau und oder Grün und Pink hinterher, sondern einmal durch den ganzen Regenbogen haben wir hier so Schillerstreifen drauf. Sehr, sehr schön. Das ist ein 6x6 Papier. Vorderseite, Rückseite, blaue Muscheln. Dann haben wir hier Muscheln, auch da glänzen ein paar von denen ganz schön. So. Hier neutral. Dann haben wir ein Muster in Gold, so Fächerdekor. Auf der Rückseite marineblaue Wellen, sehr, sehr, sehr schön. Jetzt bin ich mit der Reihenfolge durcheinander gekommen. Erst so rum, dann so rum. Das macht mein innerer Monk nicht mit. Dann haben wir hier artistische Streifen, teilweise Gold, teilweise bunt. So rum. Und andersrum oben drauf. Hier nur in ganz monochrom Babyblau die Krabbe, Muscheln und auch die Vögel. Dann haben wir hier einen Fischschwarm in Gold. Das ist mir ein bisschen zu hell, aber da kann man einfach dunkle Farbe drüber schmieren. Auf der Folierung bleibt es nicht hängen und dann hat man das Ganze auf zum Beispiel Marineblau. Auf der Rückseite von den Fischen haben wir Streifen in Grün- und Blautönen. Dann haben wir hier nochmal das Design vorne gerade eben mit den den Krebsen drauf, aber hier diese Wellen zwischen den Dingern ist foliert. Ist mal ganz cool. Ist mal das Negativ foliert. Auf der Rückseite haben wir Holz. Auch sehr schön. Dann haben wir hier, das sieht cool aus. Ich hoffe, es kommt ansatzweise in der Kamera raus, aber hier schillern so Regenbogenlinien drüber. Sehr, sehr schön. Und eben nur so ganz dezent. Also das kannst du echt nehmen. Das ist kein so ein Regenbogen in your face, bam, sondern es ist relativ dezent. Und mein Kamerasetup ist hier total überbeleuchtet, damit ihr alles gut seht. Also die Lampe ist relativ hell. Dann seht ihr, wie doll der Regenbogen hier rauskommt. Und in echt ist es eben nur so ein ganz dezentes Schillern. Es sieht wirklich schön aus. Das ist die Rückseite. Das könnte zum Beispiel ein Strand sein. Dann haben wir hier, das ist auch verdammt geil. Also einfach nur marineblau, aber darüber eben dieses schillernde Muster, aber auch nur ganz dezent. Hier haben wir Muscheln auf der Rückseite. Das Papier habe ich mir übrigens direkt zweimal bestellt. Ist verständlich, warum, oder? Hier haben wir den Fächerdekor von vorhin, aber in schillernd auf blau. Wow, das sieht echt toll aus. Das gefällt mir. Auf der Rückseite wieder so eine Strandszene oder natürlich auch etwas Abstrakteres. Kann man auch einfach als sonstige Elemente benutzen. Dann haben wir hier nochmal den Fischschwarm, aber diesmal in einer anderen Hintergrundfarbe, glaube ich. Oder? Was ist der Vergleich? Können wir den Vergleich machen? Ah ja, hier. Hier ist es in Minzmakrone und hier ist es in Saharasand. Aber auch da kann man natürlich einfach blau drüber schmieren. Das finde ich ganz gut. Das heißt, den Fischschwarm hat man doppelt. Aber auf der Rückseite haben wir das Vögelchen. Das müsste zu den Stanzformen passen. Das kann man ausstanzen. Dann haben wir dieses Design. Das hatten wir vorhin auch, aber nicht mit so viel Blütenrosa drauf. Auf der Rückseite Muscheln. Und dann haben wir hier, auch nochmal ganz toll, auf Saharasand diesen Fächerdekor irisierend. Auch sehr, sehr stark. Auf der Rückseite einfach kalte Farben gemustert. Ein ganz traumhaft schönes Designerpapier.
Genau, das ist die Produktreihe. Wie heißt sie? Müsste hier irgendwo draufstehen. Habe ich jetzt schon weg. Meeresbucht oder sowas. Nee, Meeresbucht heißt das Stempelset. Die Produktreihe heißt Bezaubernde Bucht. So, Papier, Stempelset, Stanzform, Schnickeldi und Band. Sehr, sehr, sehr schön. Okay, und zu guter Letzt, die letzte Reihe. Habe mich total geflasht. Super cool. Motorradfahrt heißt die. Ich persönlich bin kein Motorradfan, ich fahre kein Motorrad, aber ich kenne viele Leute, die es tun, insbesondere Leute in meinem Alter. Und ich meine, ein heißes Motorrad mit Flammen dahinter, da kannst du nicht nein sagen. Also super cool. Bleib immer gut drauf, du bist legendär, mit Vollgas ins neue Lebensjahr. Klassisch, authentisch, du, seit es dich gibt. Ja, ich würde das vor allem viel als Geburtstagskarten so zum 16. Geburtstag schenken. Es gibt eben viele Leute, die nur darauf warten, ihren Motorradführerschein zu machen und die stehen dann garantiert auf so ein Motiv. Ja, super schön. Finde ich richtig gut gelungen. Das ist was, was man viel verwenden kann und vor allem auch für Männer und für junge Leute. Und ja, einfach cool. Stanzformen gibt es natürlich dazu. Die heißen Motorradfahrt. Wieso frage ich mich eigentlich immer noch, wie die heißen? Es steht da, wie die heißen. Ach, ist das praktisch. Über solche kleinen Dinge freut sich halt mein innerer Monk total. So, wir haben hier die beiden Motorräder zum Ausstanzen. Wir haben die Flammen zum Ausstanzen. Wir haben aber auch noch mal eine Motorradkarosserie und auch hier so ein Abdeckblech oder so. Ich kenne mich mit Motorradteilen nicht aus, muss ich mal gucken. Die man eben ausstanzen kann. Das hier prägt auch gleichzeitig. Das kann man dann aus Silberfolie zum Beispiel ausstanzen und hier an dieses Motorrad dran dekorieren. Sieht voll scharf aus, ist im Katalog abgebildet. Dann haben wir Reifen gleich zweimal, damit ihr die auf einmal ausstanzen könnt. Hier auch mit den Reifen, die ihr dann draufkleben könnt. Das sind ja die Felgen und dann die Reifen oben drauf. Das hier sind die Radkappen. Ja, der Schraubenschlüssel ist auch nochmal drin zum Ausstanzen. Hier ist noch der Sitz. Also alle Motorradteile, die man braucht. Super cool. Einfach cool. Dazu gibt es ein Prägefolder, der heißt Metallplatte. Das sind diese ganz typischen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber diese ganz typischen Stahlkonstruktionen, wo immer diese Diamanten so rum und so rum sind. Hier so, auch wieder in 3D. Sehr, sehr, sehr cool. Ist auch super neutral für den Hintergrund. Also kann man auch in Weiß machen und dann sind es einfach so kleine Sternchen. Aber auf Silber oder Grau sieht es natürlich sehr rustikal aus. Gefällt mir sehr gut. Schnickeldies haben wir auch, also Klebis, selbstklebende Nietenakzente, die sehen so aus. Da haben wir diese Rauten aus dem Prägefolder. Wir haben auch einfach normale Runde und wir haben so lange Rechtecke. Und die silbernen, die glänzen tatsächlich sehr, sehr schön. Schwarz und Silber, das sind meine absoluten Lieblingsfarben, Schwarz und Silber. Wobei Silber eher so ein Finish ist. Also meine Lieblingsfarbe ist tatsächlich Schwarz, wenn ihr euch das schon mal gefragt habt. Ja. Sehr, sehr geil. Wobei eigentlich habe ich keine richtige Lieblingsfarbe, weil ich mag so viele Farben so unglaublich gerne. Aber schwarz mag ich schon sehr, sehr, sehr gern. Und ein Designerpapier gibt es dazu auch, und das finde ich auch voll den Knaller. Das heißt, besonderes Designerpapier für Motorradfans. Das bedeutet, die Reihe heißt auch für Motorradfans. Und die ist schwarz foliert. Ja! Zuerst Rosen. Der Hintergrund ist hier schwarz foliert. Sehr geil. Auf der Rückseite Straßenschilder. Dann haben wir hier Motorradspuren. Könnte man super in Teile schneiden und als Bordüren benutzen. Auch wieder schwarz foliert. Auf der Rückseite haben wir hier in Orange, falls man mal einen Farbakzent setzen möchte. Dann haben wir hier so Schraubenschlüsselsterne. Sehr cool. Und auf der Rückseite, naja, so ein saloonmäßiges Dings. Dann haben wir hier Hexagon-Hexschraubenmuster. Das gefällt mir auch sehr gut. Ihr wisst ja sowieso, ich liebe auch Hexagon. Hier haben wir auf der Rückseite so Dinger, die könnte man super zum Scrapbooking zum Beispiel verwenden. Dann haben wir ein Schachbrettmuster in grau-schwarz. Also hier, nee, erst so umblättern. Hier auf der Rückseite haben wir Motorradanziehsachen und nochmal Werkzeuge. Und dann haben wir hier nochmal so ein Sternmuster, was auch sehr metallplattig aussieht. Und auf der Rückseite haben wir hier ein neutrales Motorradmuster. Aber ganz ehrlich, wenn die eine Seite schwarz foliert ist, glaube ich nicht, dass ich jemals die Rückseiten verwende. Ja, super cool. Gefällt mir wahnsinnig gut. Hat nämlich sehr, sehr, sehr viel Anwendung. Insbesondere für Leute, bei denen ich sonst nicht weiß, was man schenken soll. Eben solche Motorrad-Teenager oder so. Und dann kann man einfach ein Motorrad schenken. Finde ich voll geil. Jo.
Und das ist es auch schon von meinem Auspackvideo. War ja lang genug. Genau. Das sind die Produkte, die ich bestellt habe. Ein kleines bisschen kommt noch nach, weil die noch nicht lieferbar waren, die Sachen. Aber das kommt jetzt noch bald. Ihr könnt bestellen, ich lege nochmal den Katalog rein. Ab Januar geht das Ding offiziell los. Könnt ihr euch natürlich direkt in den Onlineshop klicken um 0 Uhr. Und ihr schickt mir eure Bestellung auch einfach so. Die Kataloge für meine Kunden gehen jetzt die kommende Woche raus. Ich muss mal schauen, wann ich es zeitlich schaffe. Aber nächste Woche sollte es ein kleines bisschen entspannter sein als diese Woche. Ja, und wenn ihr noch keinen Demonstrator habt und gerne einen Katalog hättet, dann könnt ihr mir einfach eine Mail schreiben an der-stempel@gmx.de. Vergesst eure Adresse nicht und dann schneit auch bei euch so ein Katalog vorbei und dann könnt ihr ein bisschen schmökern. Juti, und ich glaube, das sind alle Sachen, die ich noch sagen wollte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken und wir sehen uns dann einfach in einem der nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basteln und vor allem beim Stempeln. Wir sehen uns. You have been stempelt.